Hallihallo, ho, ho und herzlich willkommen zum dritten Adventskalendertürchen. Im letzten Video haben wir uns verschiedene Stifte fürs Bullet Journaling angeschaut und weil wir damit irgendwo reinzeichnen und schreiben wollen, schauen wir uns heute verschiedene Journals und Alternativen an. Und wie du sehen kannst, gibt es allein bei den klassischen Notizbüchern schon so viele Unterschiede, deswegen schauen wir uns heute alles, was du über Journals und Papier wissen musst, heute nochmal im Detail an. Das ist das erste Giveaway-Video von vielen in diesem Bullet Journal Adventskalender. Deswegen pass gut auf, um den Secret Key zu sammeln in diesem Video. Beachte außerdem die Teilnahmebedingungen in der Videobeschreibung und schau dir für weitere Hinweise am besten auch nochmal das erste Video aus dem Adventskalender an. Und wir gucken uns als erstes die klassischen und am weitesten verbreiteten A5 Journals an. Und du wirst schnell erkennen, warum ich hier Zirkamaße angebe, denn A5 ist nicht gleich A5. Je nach Hersteller und Verarbeitung können hier die Maße ziemlich schwanken, aber nicht nur die Außenmaße, sondern wie du hier aus dieser Ansicht sehen kannst, auch die Papiermaße. Und daraus ergibt sich auch schnell mal, dass ein A5 Journal ein bis zwei Kästchenreihen mehr hat als ein anderes A5 Journal. Auch Dicke ist unterschiedlich, das ist bedingt zum einen durch das Cover und zum anderen durch die Grammatur des Papiers sowie die Seitenanzahl. Und natürlich gibt es auch unterschiedliche Cover, sowohl vom Material als auch vom Design her. Und ein kleiner Tipp an alle Tierhalter, überlegt euch sehr, sehr gut, ob ihr ein dunkles Leinencover kaufen möchtet. Und damit kommen wir schon zu den B5 Journals, die sind etwas größer als A5. Ich selbst werde im kommenden Jahr auch ein B5 Journal benutzen und ich persönlich verspreche mir davon, dass mein Journal einfach so ein bisschen lockerer und nicht ganz so gequetscht aussieht, da ich sehr viel zeichne, aber natürlich auch nicht an Übersicht einbüßen möchte. Zu beachten ist ja aber natürlich, dass das Journal nicht nur größer, sondern auch schwerer ist und daher sollte man sich das gut überlegen, wenn man es viel mitnimmt. Ja, und zu den Größentoleranzen kann ich hier nicht viel sagen. Das sind die einzigen zwei Bullet Journals, die ich in B5 besitze. Das weiße ist von Scribbles That Matter und das grüne von Archine Olive und die unterscheiden sich nicht. Eher unüblich, aber für viele Verwendungszwecke durchaus praktisch, sind A4 Journals. Und nur damit du mal ein Gefühl für die Größe bekommst, ein A4 Journal sind quasi zwei Standard A5 Journals nebeneinander. Ja, und ich habe dieses wunderschöne Exemplar von Lebenskompass ganz neu und habe mich noch nicht ganz entschieden, was ich damit machen werde. Und wer mich bereits kennt, der sieht auf den ersten Blick, warum ich genau dieses haben musste. Ja, und wer hier neu ist, der wird es noch rausfinden. Ich denke aber, es eignet sich besonders gut, zum Beispiel zur Projektplanung oder auch als Brainstorming- und Ideenjournal oder Konzeption jeglicher Art. Also wenn du möglichst viel auf einen Blick darstellen möchtest. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn du so das klassische Tagebuch führst und einfach sehr, sehr, sehr viel schreibst, dann ist das in so einem großen Buch unter Umständen auch sehr viel bequemer. Und abschließend siehst du hier nochmal alle Formate nebeneinander und zunehmend beliebter werden auch Traveler's Notebooks. Ich habe leider keins, aber so ein bisschen zur Veranschaulichung vielleicht hier mein Skizzenbuch, das ist allerdings 2 cm breiter. Ja, und zu den üblichen Notizbüchern gibt es natürlich auch Alternativen. Ich zum Beispiel habe in so einem Ringbuchsystem angefangen, weil ich anfangs noch sehr perfektionistisch unterwegs war und so viel Angst hatte, mir irgendwie ein Notizbuch zu versauen, dass ich mich tatsächlich leichter getan habe, beziehungsweise es hat mir viele Hemmungen genommen, dass ich hier die Einlagen rein und rausnehmen konnte, auch wenn ich mal irgendwas verhauen habe, dann war das auch schnell beseitigt, ohne Seiten rausreißen etc. Und die Vorteile sind auf jeden Fall, dass du hiermit so ein flexibles und auch erweiterbares System hast. Du kannst Seiten rausnehmen oder hinzufügen. Es gibt auch viele vorgedruckte Vorlagen, zum Beispiel wenn du die ganzen Kalenderseiten nicht per Hand schreiben möchtest. Für mich persönlich haben sich aber auch viele Nachteile ergeben, zum Beispiel, dass von der Grammatur her stärkere und reinweiße Einlagen eher schwer zu finden sind. Außerdem erschwert die Ringbindung eine seitenübergreifende Gestaltung. Und mich hat es auch immer ziemlich genervt, dass ich oft die Seiten rausnehmen musste zum Zeichnen und Ausfüllen, weil ich auch meine Hand einfach nicht auf der Ringbindung ablegen konnte, beziehungsweise die immer irgendwie im Weg war. Die wahrscheinlich günstigste Alternative sind einfach so punktkarierte Spiralblöcke, die es auch in unterschiedlichen Größen gibt. Wenn du vielleicht erstmal ausprobieren möchtest, ob Bullet Journaling überhaupt was für dich ist, beziehungsweise du auch noch unsicher bist wegen der Größe und erstmal ein paar Layouts testen möchtest. Ja, und auch zum Papier selbst gibt es einiges zu wissen. Die Papierstärke wird gemessen in Gramm pro Quadratmeter. Oft wird es auch mit GSM angegeben, was nichts anderes heißt als Gramm per Square Meter. Ja, und damit du mal so ein paar Werte zur Orientierung hast, 80 Gramm kennst du wahrscheinlich noch aus der Schule. Die meisten Hefte und Schulblöcke haben 70 bis 80 Gramm. 100 bis 120 Gramm, das wäre dann so das bessere Druckerpapier oder auch Briefpapiere haben oft diese Grammatur. 160 bis 190 Gramm findet man schon eher im Künstlerbereich dann. Das
das wäre dann zum Beispiel Zeichenkarton oder auch Aquarellpapier. Und ab 200 Gramm spricht man dann schon von Karton. Vielleicht kennst du auch das noch aus der Schulzeit. Da hat man ja für Projekte und Referate immer diese riesengroßen Fotokartonbögen gekauft. Ja, und fürs Bullet Journaling haben sich eigentlich so zwei Papierstärken durchgesetzt. Und das ist einmal 120 Gramm und einmal 160 Gramm. Du siehst hier beide nebeneinander. Links einmal das 120 Gramm Bullet Journal Pro von Lebenskompass und rechts ein 160 Gramm Archer & Olive Notebook. Und da sieht man auch schon im direkten Vergleich, dass 120 Gramm Papier natürlich dünner und auch geschmeidiger ist. Die dickeren Seiten sind natürlich auch steifer und das mag nicht jeder und das braucht tatsächlich auch nicht jeder. Wenn du überwiegend schreibst und auch nicht irgendwie mit Farben in deinem Bullet Journal hantierst, bist du mit 120 Gramm Papier absolut bedient. Ich persönlich nutze 160 Gramm Papier, da ich ganz viel layere und über die gleiche Stelle sehr oft mit meinen Stiften drüber gehe, so dass ich persönlich, also im künstlerischen Bereich, einfach 160 Gramm Papier brauche, damit es alle meine Strapazen mitmacht. Allerdings besteht auch so ein kleiner Irrglaube, dass 160 Gramm Papier undurchnässbar ist und das stimmt nicht. Das habe ich schon mehrfach geschafft, selbst mit hellen Farben. Also Papier und Stifte sind eine Sache, aber die andere ist natürlich die Anwendung. Außerdem ist der Secret Key Zuckerstange und damit kommen wir auch schon zu weiteren Papiereigenschaften. Die Papierfarbe kann durchaus einen Unterschied machen. Zum Beispiel kommen Farben auf reinweißen und eher kälterem Papier strahlen daraus, während warme Töne bis hin zu Creme und Off-White eher so ein bisschen das Vintage-Feeling unterstreichen. Die Beschichtung des Papiers spielt eine wichtige Rolle hinsichtlich Bleeding und Ghosting. Allerdings kann sehr stark beschichtetes Papier die Farbe von Stiften oder auch tatsächlichen Aquarell- oder Gouache-Farben nicht gut aufnehmen, weswegen viele Töne eher verblasst und zu hell rüberkommen, aber auch auf der glatten Oberfläche sehr leicht verschmieren, weil sie einfach sehr viel länger zum Trocknen brauchen. Deswegen auf jeden Fall Vorsicht vor zu glattem Papier. Die reguläre Grid-Größe beträgt 5 mm. Allerdings gibt es vereinzelt auch 4 bis 7 mm. Und ich habe tatsächlich mal ein Journal erwischt mit 4 mm Punktabstand. Und es ist sehr lästig, wann immer man einfach mal was abmessen möchte und eine runde Zentimeterzahl einfach mal keine ganze Kästchenanzahl ergibt. Und zum Schluss möchte ich noch auf die Unterschiede hinsichtlich der Dots verweisen. Denn auch wie das Papier weiß, können auch die Punkte hinsichtlich ihrer Farbe und Helligkeit, aber auch Größe variieren. Bei hochwertigen Journals zählt ein Hardcover, zwei Lesezeichen sowie eine Froschtasche zur Grundausstattung. Einige Journals haben aber auch raffinierte Extras wie Layouthilfen, Schmuckelemente sowohl auf dem Cover als auch an den Lesezeichen sowie physische und digitale Goodies. Einige Journals, wie jetzt hier die von Archer & Olive, haben zum Beispiel solche Charms an den Lesezeichen, was richtig süß ist. Und ich mache zum Beispiel immer diese Grid-Spacing-Lineale für meine Journals, damit ich mich einfach bei den Layouts ein bisschen leichter tue und so Standard-Layouts und Einteilungen einfach schneller markiert sind, ohne viel zu messen oder Kästchen abzuzählen. Auf meinem Kanal gibt es übrigens auch ein Video dazu. Es gibt allerdings auch Journals, wie zum Beispiel die von Scribbles That Matter. Die haben so einen Divider-Guide schon inkludiert, was natürlich viel Arbeit spart, sowas selbst herzustellen. Und was du im Endeffekt machst, ist, du legst jeweils mit der horizontalen Aufteilung oder mit der vertikalen den Guide auf die Seite und kannst dir so im Grunde ganz schnell Drittel, Viertel etc. markieren. Ebenfalls gute Orientierungshilfen sind Markierungen, die auf der Seite aufgedruckt sind, beziehungsweise auch in der Seitenmitte, wie das hier beim Lebenskompass und beim STM-Journal der Fall ist. Und das ist ganz praktisch, wenn du so einen Guide nicht hast oder keins verwenden möchtest. Was ich speziell bei Lebenskompass-Bullet-Journals richtig toll finde, ist, dass die auf dem Innencover diese Mandalas aufgedruckt haben und die sehen erstens mal mega schön aus und das ist hier einmal das A4 Bullet Journal. Das ist auch in den kleinen drin, sogar auf beiden Seiten hier. Neben dem, dass das aber ziemlich hübsch aussieht, bietet es auch noch die Möglichkeit, das auszumalen, wenn du zum Beispiel gestresst bist oder Langeweile hast oder du nimmst es einfach als Hintergrund für eine Intro-Seite oder für ein Vision Board vorne in deinem Bullet Journal. Ja, und hinten in der Froschtasche befinden sich noch einige Goodies. Zum einen liegen hier mal Postkarten im Cover-Design bei und zum anderen hast du auch in jedem Journal nochmal so ein Sticker-Sheet mit Kalenderaufklebern, aber auch so ein paar Symbolen, die auf jeden Fall eine sehr gute Basis bieten. Auf den Postkarten sind hinten drauf außerdem noch QR-Codes und da gibt es noch so ein paar digitale Goodies wie Vorlagen, Tracker etc. Und ganz genau so ein Bullet Journal kannst du heute gewinnen. Vielen Dank an Lebenskompass, die mir das Bullet Journal Pro in der Ausführung Lichtjahre zur Verfügung gestellt haben, das ich hier und heute an dich verlosen darf. Das ist im Grunde genau das gleiche, das du schon aus meinen Videos kennst, nur eben mit
einem anderen Cover. Um im Lostopf zu landen, befolge die Teilnahmebedingungen in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, den Secret Key in deinen Kommentar zu packen und verrate mir außerdem, wie nutzt du dein Bullet Journal und warum? Also bist du eher kreativ oder minimalistisch oder nutzt du vielleicht sogar die ursprüngliche Bullet Journaling Methode von Ryder Carroll und warum hast du dich genau dafür entschieden? Ja, und mit Stiften und Papier haben wir erstmal unser Handwerkszeug. Deswegen schauen wir uns im nächsten Video die ersten Seiten an, die wir im Bullet Journal üblicherweise aufsetzen. Und falls du hier später dazu gestoßen bist, findest du auf der hier eingeblendeten Bullet Journal Adventskalender Playlist alle bisher veröffentlichten Videos. Pass gut auf dein Herz auf, du hast nur das eine.